Robert T. Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen, Einleitung zum Buch. Viele von uns sind vertraut mit dem Begriff Hamsterrad. Doch wie würden wir es definieren, wenn wir danach gefragt würden? Das Hamsterrad steht symbolisch für die endlose Routine des Arbeitens, jedoch nicht für uns selbst, sondern für andere. Das bedeutet, dass wir uns Tag für Tag in der Mühe abstrampeln, während andere, sei es die Regierung, unsere Kreditgeber oder unsere Vorgesetzten, den Großteil unseres verdienten Geldes für sich beanspruchen. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon einmal das Gefühl gehabt, in diesem Rad gefangen zu sein. Niemand ist zufrieden darin und dennoch bleiben wir darin gefangen. Aber warum? Eine spezifische Angst steuert unser Leben und hält uns im Hamsterrad gefangen. Die Angst vor der Missbilligung unserer Gesellschaft. Der Satz "Sorg dafür, dass du eine gute Ausbildung bekommst und später einen sicheren Job hast" wird oft als Leitmotiv angesehen. Wir geben diesen Rat an unsere Kinder weiter, obwohl er längst veraltet ist. Dieser Ratschlag basiert auf den Erfahrungen unserer Elterngeneration, die in einer ganz anderen Zeit lebte. Damals konnten sie nach ihrer Ausbildung eine Stelle finden und jahrzehntelang für dasselbe Unternehmen arbeiten, in der Erwartung, eine solide Rente zu erhalten. Doch heute gibt es keine festen Regeln mehr, die garantieren, dass wir ein Leben ohne finanzielle Sorgen oder Armut führen können. Die Realität ist, dass wir unsere Ausbildung erfolgreich abschließen, eine angesehene Schule besuchen und einen gut bezahlten Job finden können, ohne jemals Wohlstand anzuhäufen. Das liegt daran, dass wir im Hamsterrad gefangen bleiben. Unsere harte Arbeit bereichert unsere Arbeitgeber, nicht uns selbst. Dennoch folgen wir dem veralteten Mantra aus Angst davor, den gesellschaftlichen Erwartungen nicht gerecht zu werden. Doch welches Ergebnis erzielen wir dadurch? Vielleicht entkommen wir der Armut, aber Reichtum erlangen wir dadurch nicht. Erste Kernaussage dieses Buchs: Geld, Habgier und Angst – Einflüsse auf unsere Finanzentscheidungen. Wenn es um Geld geht, sind zwei grundlegende Emotionen, die jeden von uns, ob reich oder arm, beeinflussen: Habgier und Angst. In Momenten des Wohlstands fokussieren wir uns oft auf die Möglichkeiten und Freuden, die Geld uns bietet. Doch wenn unsere Geldbörse knapp ist, verspüren wir die ständige Sorge, dass uns nie genug davon zur Verfügung stehen wird. Diese beiden Emotionen, Habgier und Angst, üben eine starke Lenkungskraft auf unsere finanziellen Entscheidungen aus, besonders wenn wir keine solide Finanzbildung genossen haben. Stellen Sie sich vor, Sie erhalten eine Beförderung und eine erhebliche Gehaltserhöhung. Nun stehen Sie vor einer Wahl. Sie könnten dieses zusätzliche Einkommen in Aktien oder Anleihen investieren, um Ihr Vermögen langfristig zu steigern. Oder aber Sie könnten sich von der Versuchung leiten lassen und eine größere Anschaffung tätigen, sei es ein neues Auto oder ein Haus. Wenn Sie kein finanzielles Grundwissen besitzen, können Habgier und Angst die Regie übernehmen und zu einer irrationalen Entscheidung führen, oft zugunsten letzterer Option. Die Angst vor Geldverlust ist so mächtig, dass sie uns von der Teilnahme am Aktienmarkt oder anderen Vermögenswerten abschrecken kann. Sie zeigt uns nur die Risiken, aber nicht die Chancen auf, die solche Investitionen bieten können. Gleichzeitig lockt uns die Habgier dazu, unser zusätzliches Einkommen für einen höheren Lebensstandard auszugeben. Wir kaufen ein Haus, weil es erschwinglich erscheint und scheinbar sicherer ist als Investitionen in Aktien. Doch ein höherer Lebensstandard hat seinen Preis. Ein Hauskauf erfordert oft eine Finanzierung durch ein Darlehen, und die damit verbundenen monatlichen Ausgaben können dazu führen, dass die Gehaltserhöhung effektiv zunichte gemacht wird. Dies ist nur ein Beispiel von vielen, in denen die emotionalen Kräfte von Angst und Habgier Menschen ohne finanzielle Bildung daran hindern, langfristigen Wohlstand zu erreichen. Wie können wir diesen mächtigen Emotionen widerstehen und rationale Finanzentscheidungen treffen? Die Antwort liegt in einer soliden finanziellen Bildung, die uns ein Verständnis für Investitionen, Risiken und Schulden vermittelt. Mit diesem Wissen sind wir in der Lage, auch inmitten von Habgier und Angst rationale Entscheidungen zu treffen. Zweite Kernaussage dieses Buchs: Der Mangel an Finanzbildung – warum Talent allein nicht ausreicht. Die meisten Menschen sind der Ansicht, dass Wohlstand hauptsächlich auf Talent und Fähigkeiten zurückzuführen ist. In der Welt gibt es zweifellos viele talentierte Menschen. Aber erstaunlicherweise sind die meisten von ihnen nicht wohlhabend. Der entscheidende Unterschied liegt in einem Aspekt: finanzielle Intelligenz. Das bedeutet ein tiefes Verständnis für Themen wie Buchführung, Investitionen und mehr. Leider wird uns diese finanzielle Intelligenz in der Regel nicht von Kindesbeinen an beigebracht.
Unser Bildungssystem bietet eine breite Palette an nützlichen Fächern, aber finanzielle Bildung gehört leider nicht dazu. Als Kinder lernen wir nichts über Sparen und Investieren, und deshalb haben viele von uns als Erwachsene Schwierigkeiten mit Begriffen wie Zinseszins. Ein Umstand, der sich darin widerspiegelt, dass selbst gut ausgebildete Menschen heutzutage ihre Kreditkarten bis an die Grenze und darüber hinaus belasten. Die fehlende finanzielle Bildung betrifft nicht nur die junge Generation. Selbst viele Akademiker sind oft nicht in der Lage, ihre Finanzen vernünftig zu verwalten. Nehmen wir beispielsweise Politiker, die zweifellos zu den am besten ausgebildeten Menschen in unserer Gesellschaft gehören. Dennoch steigt die nationale Verschuldung in vielen Ländern, weil viele dieser Politiker über nur geringe oder gar keine finanzielle Intelligenz verfügen. Der Durchschnittsbürger hat ebenfalls erhebliche Schwierigkeiten, mit seinen Finanzen umzugehen, was sich besonders in der mangelnden Altersvorsorge in den USA zeigt. Nur die Hälfte der erwerbstätigen Bevölkerung hat dort eine Altersvorsorge, und selbst von denen sind 75-80% unzureichend abgesichert. Es ist offensichtlich, dass unsere Gesellschaft uns unzureichend auf das Thema finanzielles Wissen vorbereitet hat. Daher liegt es an jedem Einzelnen von uns, sich selbst in diesem Bereich weiterzubilden. Besonders in Zeiten großer wirtschaftlicher Veränderungen, wie sie derzeit stattfinden, ist es von entscheidender Bedeutung, sich ein tiefes Verständnis für finanzielle Angelegenheiten anzueignen. Dritte Kernaussage dieses Buchs: Der frühe Start zur finanziellen Unabhängigkeit. Die Bedeutung einer finanziellen Analyse. Die Reise zur persönlichen finanziellen Unabhängigkeit kann in jedem Lebensabschnitt beginnen, aber es steht außer Frage, dass je früher wir starten, desto besser. Wenn wir beispielsweise bereits mit 20 Jahren beginnen, sind die Chancen, reich zu werden, erheblich größer, als wenn wir erst mit 30 beginnen. Unabhängig vom Alter ist es ratsam, bei der Bewertung unserer finanziellen Situation damit zu beginnen, klare Ziele zu setzen und dann die notwendigen Schritte zu unternehmen, um diese Ziele zu erreichen. Der erste Schritt besteht darin, ehrlich mit unserer gegenwärtigen finanziellen Lage umzugehen. Wir sollten realistisch einschätzen, welches Einkommen wir kurz- und langfristig von unserem aktuellen Job erwarten können und wie wir nachhaltig unsere Ausgaben bewältigen können. Eine solche Analyse hilft uns dabei, unsere finanziellen Ziele realistisch festzulegen. Zum Beispiel könnten wir feststellen, dass wir uns den brandneuen Mercedes, den wir bewundern, derzeit noch nicht leisten können. Aber wir könnten uns das Ziel setzen, ihn in den nächsten 5 Jahren zu erwerben. Als nächstes ist es entscheidend, unsere finanzielle Intelligenz zu stärken. Das ist eine Investition in unsere potenziell wertvollste Ressource, unser Gehirn. Es gibt viele Wege, um dies zu erreichen. Aber ein guter Ausgangspunkt ist, unsere Sichtweise auf Arbeit zu überdenken. Wir sollten den Wert unserer Arbeit nicht nur anhand unseres Einkommens messen, sondern auch daran, was wir daraus lernen können. Wenn beispielsweise die Angst vor Ablehnung ein Hindernis darstellt, könnten wir erwägen, kurzfristig in einem Netzwerk-Marketing-Unternehmen zu arbeiten. Dies mag zwar nicht sofort hohe Einkünfte bringen, ermöglicht uns jedoch, Verkaufskompetenzen zu entwickeln und unser Selbstbewusstsein zu stärken, was sich langfristig auszahlen kann. Die Verbesserung unserer finanziellen Bildung kann auch in unserer Freizeit erfolgen. Wir können Kurse oder Seminare zu finanziellen Themen besuchen, Bücher zu diesem Thema lesen und versuchen, mit Fachleuten in Kontakt zu treten. Indem wir auf diesen Bausteinen unsere finanzielle Grundlage aufbauen, erhöhen wir unsere Chancen, eines Tages finanziell erfolgreich zu sein. Kernaussage 4: Der Mut zur Veränderung. Warum Risiko der Weg zum Wohlstand ist. Es ist eine altbekannte Weisheit, dass es wenig Sinn ergibt, immer wieder dasselbe zu tun und dennoch auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Um unsere finanzielle Situation zu verbessern, bedarf es grundlegender Veränderungen. Wir müssen lernen, unsere Geldmittel anders zu nutzen. Eine wesentliche Veränderung in unserem Denken muss dabei die Einstellung zum Risiko sein. Alle Menschen, die finanziell erfolgreich sind, haben ihr Vermögen aufgebaut, indem sie Risiken eingegangen sind. Sie fürchten sich nicht vor Risiken, sondern wissen, wie sie damit umgehen können. Risiken einzugehen bedeutet, dass unser Geld nicht immer sicher auf dem Sparbuch ruht und unser Konto nicht immer im Gleichgewicht ist. Aber es lohnt sich, gelegentlich nicht den sicheren Weg zu gehen, sondern Geld in Aktien und Fonds zu investieren. Obwohl diese Investments mit Risiken verbunden sind, können sie uns oft weitaus mehr einbringen als ein herkömmliches Sparkonto. Und das in relativ kurzer Zeit. Für diejenigen, die nicht am Aktienmarkt investieren möchten, stehen viele andere Möglichkeiten zur Verfügung, wie beispielsweise Immobilien oder sogenannte Tax-Liens.
Tax Liens, bei denen man vereinfacht gesagt Steuerschulden auf sich nimmt, bieten Zinssätze von 8% bis 30%. Weitaus höher als der durchschnittliche Zinssatz von Sparkonten in den USA, der 2013 gerade einmal bei 0,22% lag. Natürlich steigt mit dem Potenzial für höhere Renditen auch das Risiko. Bei Aktien besteht beispielsweise immer die Gefahr, die gesamte Investition zu verlieren. Aber wenn wir von Anfang an das Risiko meiden, werden wir sicherlich keine beträchtlichen Gewinne erzielen. Der Mut, Risiken einzugehen, ist der Schlüssel zum Aufbau von Wohlstand. Kernaussage 5. Beharrlichkeit zahlt sich aus. Die Bedeutung der Motivation auf dem Weg zum Wohlstand. Der Weg zum Reichtum ist oft ein langer und steiniger Pfad. Unsere Motivation kann schnell schwinden, wenn wir auf Hindernisse stoßen, sei es der plötzliche Absturz einer Aktie, in die wir investiert haben, oder andere Rückschläge. Um unsere finanziellen Ziele zu erreichen, müssen wir Wege finden, unsere Motivation aufrechtzuerhalten, auch wenn es schwierig wird. Eine effektive Methode zur Steigerung der Motivation ist die Erstellung einer Liste dessen, was wir wollen und all der Dinge, die wir vermeiden möchten. Zum Beispiel könnten wir uns vornehmen, in den nächsten 3 Jahren alle Schulden loszuwerden. Das ist unser Wunsch, während wir gleichzeitig den Gedanken schrecklich finden, wie unsere Eltern mit einer erdrückenden Hypothek und ständiger finanzieller Sorge leben. Das ist, was wir vermeiden wollen, Aiden. In Momenten der Herausforderung können wir aus unserer persönlichen Liste Inspiration schöpfen und uns daran erinnern, warum wir überhaupt den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit eingeschlagen haben. Eine andere Möglichkeit, unsere Motivation aufrechtzuerhalten, besteht darin, Geld für unsere eigenen Freuden auszugeben, bevor wir unsere Rechnungen begleichen. Obwohl dies zunächst unlogisch klingen mag, hilft es uns, besser zu erkennen, wie viel zusätzliches Geld wir benötigen, um sowohl unsere monatlichen Verpflichtungen als auch unsere Wünsche zu erfüllen, sei es der Kauf einer Gitarre oder eines Sammlerstücks, von dem wir schon lange träumen. Wenn wir unser Geld zuerst für unsere Wünsche ausgeben, erhöht dies den Druck, Einkommen zu generieren, um sowohl unsere Rechnungen als auch unsere Wünsche zu decken. Dies wiederum inspiriert uns dazu, kreative Wege zu finden, um genügend Geld zu verdienen. Diese Methode schärft unser Bewusstsein für finanzielle Selbstdisziplin und fördert die Entfaltung dieser Fähigkeit, die eine Schlüsseleigenschaft finanziell erfolgreicher Menschen ist. Um zusätzliche Motivation von außen zu erhalten, können wir auch die Lebensgeschichten erfolgreicher Persönlichkeiten wie Warren Buffett oder Donald Trump studieren. Diese Geschichten werden unsere Ambitionen beflügeln, wenn wir sehen, wie diese Menschen trotz aller Widrigkeiten an ihren finanziellen Träumen festgehalten haben. Kernaussage 6. Die unterschätzten Feinde, Faulheit und Arroganz auf dem Weg zur finanziellen Intelligenz. Selbst wenn wir über ein hohes Maß an finanzieller Intelligenz verfügen, sind wir nicht immun gegen die Fallstricke, die unser eigener Charakter auf unserem Weg legen kann und die unsere finanzielle Stabilität gefährden. Faulheit und Arroganz sind zwei der heimtückischsten Hindernisse, die uns auf subtile Weise im Wege stehen können. Faulheit wird oft als träge Untätigkeit verstanden, aber sie kann sich auch in Form von Vermeidung von unangenehmen Aufgaben äußern. Stellen wir uns zum Beispiel einen vielbeschäftigten Geschäftsmann vor, der mehr als 60 Stunden pro Woche arbeitet. Von außen betrachtet mag er keineswegs faul erscheinen. Aber seine ständige Arbeit bis spät in die Nacht hat dazu geführt, dass er sich von seiner Familie entfremdet hat. Obwohl er die Anzeichen für Probleme zu Hause erkennt, weicht er ihrer Lösung aus, indem er sich in seine Arbeit flüchtet. Kurz gesagt, er handelt faul. Er meidet die Konfrontation mit seinen Problemen und wird letztendlich die teuren und schmerzhaften Konsequenzen in Form einer Scheidung tragen müssen. Arroganz kann ebenfalls eine verhängnisvolle Schwäche sein. Gegen finanziellen Ruin kann sie als Ignoranz plus Ego definiert werden. Ein Mangel an finanzieller Bildung, kombiniert mit einem übertriebenen Ego, das sich weigert, Wissenslücken zuzugeben. Arroganz ist insbesondere beim Investieren äußerst gefährlich. Einige skrupellose Börsenmakler nutzen sie aus, um mehr Aktien zu verkaufen und ihre eigenen Provisionen zu erhöhen. Diese Makler ähneln unehrlichen Gebrauchtwagenverkäufern, die unser Ego streicheln, nur die positiven Aspekte einer Investition betonen und uns im Unklaren über ihre Nachteile lassen. Selbst wenn du ein finanzielles Genie wirst, sei wachsam gegenüber den Gefahren, die Faulheit und Arroganz dir stellen können. Sie könnten deine finanzielle Zukunft gefährden und dich in den Ruin treiben.
Siebte Kernaussage dieses Buchs. Die Grundlagen von Wohlstand, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Um die richtigen Investitionen zu tätigen, ist es von entscheidender Bedeutung, den Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu verstehen. Ein Vermögenswert ist schlichtweg etwas, das Geld in unsere Taschen bringt, während Verbindlichkeiten Geld aus unseren Taschen ziehen. Offensichtlich bauen wir Wohlstand auf, wenn wir unser Geld hauptsächlich in Vermögenswerte investieren. Vermögenswerte können Geschäftsanteile, Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Einnahmen aus Immobilien, Schuldscheine, mit geistigem Eigentum verbundene Schuldscheine und alles andere sein, das erstens Einkommen generiert, zweitens im Laufe der Zeit an Wert gewinnt und drittens leicht wieder verkauft werden kann. Wenn wir in Vermögenswerte investieren, werden unsere finanziellen Ressourcen zu unseren Mitarbeitern, die ständig daran arbeiten, für uns Einkommen zu erzielen. Je engagierter diese Mitarbeiter sind, desto besser für uns. Unser Ziel sollte darin bestehen, unser Einkommen über unsere Ausgaben hinweg so weit wie möglich zu steigern, um den überschüssigen Betrag in neue Vermögenswerte investieren zu können, sodass noch mehr Geld für uns arbeitet. Leider verwechseln viele Investoren immer wieder Vermögenswerte mit Verbindlichkeiten. Ein Haus wird beispielsweise oft als Vermögenswert angesehen, obwohl es tatsächlich eine der größten Verbindlichkeiten darstellt, die man haben kann. Der Kauf eines Hauses bedeutet, dass wir unser ganzes Leben lang dafür arbeiten müssen, um die auf 30 Jahre festgelegte Hypothek und die Grundsteuern zu bezahlen. Dies hat zwei negative Auswirkungen. Erstens wird über die nächsten 360 Monate hinweg ein erheblicher Betrag pro Monat von unserem Einkommen abgezogen, was ein eindeutiger Hinweis auf Verbindlichkeiten ist. Zweitens hätten wir diese 360 Zahlungen in potenziell profitablere Vermögenswerte investieren können, wie Aktien oder Mieteinnahmen aus Immobilien. Die Fähigkeit, zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu unterscheiden, ermöglicht es uns, kluge Investitionsentscheidungen zu treffen und diejenigen zu meiden, die uns finanziell belasten könnten. Kernaussage 8. Mehr als die 40-Stunden-Woche. Reichtum durch private Geschäfte. Viele Menschen nehmen fälschlicherweise an, dass ihr Beruf die primäre Quelle ihres Reichtums ist. Doch wer wirklich wohlhabend werden möchte, muss zwischen dem Lebensunterhalt und lukrativen privaten Geschäften unterscheiden. Unser Beruf ist die Tätigkeit, der wir 40 Stunden pro Woche nachgehen, um unsere Rechnungen zu bezahlen, Lebensmittel zu kaufen und alle anderen Lebenshaltungskosten zu decken. Normalerweise ist unser Beruf mit einer bestimmten Bezeichnung verbunden: Koch, Verkäufer oder etwas Ähnliches. Unsere privaten Geschäfte hingegen sind Investitionen von Zeit und Geld, um unser Vermögen zu steigern. Da das Einkommen aus unserem Beruf größtenteils dazu dient, unsere Ausgaben zu decken, wird es allein wahrscheinlich nicht ausreichen, um Wohlstand anzuhäufen. Um reich zu werden, müssen wir neben unserem Beruf ein profitables Geschäft aufbauen. Betrachten wir als Beispiel eine talentierte Köchin, die ihr Handwerk perfekt beherrscht. Obwohl ihr Beruf als Köchin ihr genug Geld einbringt, um ihre monatlichen Rechnungen zu bezahlen und ihre Familie zu versorgen, wird sie dadurch allein nicht reich. Daher investiert sie in ein Geschäft, Immobilien. Sie verwendet das überschüssige Geld, das sie jeden Monat spart, um einkommengenerierende Vermögenswerte zu erwerben, Wohnungen, die sie vermietet. Ein weiteres Beispiel könnte ein Autohändler sein, der sein monatliches Überschusseinkommen in Aktien investiert. In beiden Fällen bietet der Beruf genug Einkommen, um die monatlichen Lebenshaltungskosten zu decken. Aber erst wenn das überschüssige Einkommen in private Geschäfte investiert wird, kann persönlicher Wohlstand aufgebaut werden. Anfangs finanziert unser Beruf unsere privaten Geschäfte. Daher ist es sinnvoll, unseren Job beizubehalten, bis unser Geschäft nachhaltiges Wachstum erreicht hat. Sobald dies der Fall ist, werden unsere Vermögenswerte und nicht unser Beruf zur Hauptquelle unseres Einkommens, und das bedeutet wahre finanzielle Unabhängigkeit. Zusammenfassung zum Buch Rich Dad, Poor Dad und als Bonus haben wir drei umsetzbare Schritte für Ihre finanzielle Bildung. Die Kernaussage dieses Buchs betont, dass finanzielle Intelligenz in der Schule oft vernachlässigt wird und fordert die Leser auf, diese Fähigkeiten selbst zu entwickeln. Mit einem hohen finanziellen IQ und entschlossenem Engagement können wir reich werden und finanzielle Unabhängigkeit erlangen. Das Buch betont die Bedeutung von Investitionen in unsere Bildung und betont, dass unser Gehirn unser wichtigster Vermögenswert in finanziellen Angelegenheiten ist. Konkrete Schritte zur Umsetzung. Erstens, Bildung.
Beginnen Sie mit dem Studium von Büchern und Informationsquellen zu Ihrem Interessensgebiet, sei es Immobilien oder Aktien. Recherchieren Sie auch über erfolgreiche Persönlichkeiten auf diesem Gebiet und verfolgen Sie deren Entwicklungen. Zweitens, finanzielle Bilanz. Erstellen Sie monatliche Einnahmen-Ausgabenbilanzen. Überwachen Sie Ihr monatliches Einkommen und vergleichen Sie es mit Ihren Ausgaben, um sicherzustellen, dass Sie mehr einnehmen als ausgeben. Berücksichtigen Sie auch Einnahmen aus Vermögenswerten und Ihre finanziellen Verbindlichkeiten. Drittens, Netzwerken. Knüpfen Sie Kontakte zu Menschen, die bereits in dem Bereich erfolgreich sind, den Sie anstreben. Diese Kontakte können wertvolle Unterstützung und Ratschläge bieten, während Sie Ihr finanzielles Ziel verfolgen. Das Buch ermutigt die Leser dazu, aktiv an ihrer finanziellen Bildung zu arbeiten und kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen, um langfristigen Erfolg und Wohlstand zu erreichen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!